Ein kleiner historischer Rückblick in die Ferne, verehrte Zuseher. Die Studenten, so viel steht fest, haben offenbar wieder einmal den Verstand verloren. Wir schreiben das Jahr 1924 und wir befinden uns in Peking. Genauer gesagt an der noch jungen, doch schon berühmten Peking-Universität. Und es brodelt. Nein, diesmal sind es keine politischen Demonstrationen, nicht der bekannte Protest für Demokratie und gegen den Imperialismus. Es scheint um etwas noch Abwegigeres zu gehen. Diese Studenten tragen, und schon das zeigt, wie verrückt es zugeht, tragen zu den Vorlesungen und auf der Straße gelbe Hosen, gelbe Westen und einen blauen Rock. Sie rebellieren für eine Sache, die sie freie Liebe nennen. Und wenn man sie fragt, warum sie sich dafür so eigentümlich kostümieren, antworten sie: Wir zeigen unsere Sympathie für den jungen Werther. Auch wir wollen frei über unsere Liebe entscheiden können. Frei, frei um jeden Preis von den Vorschriften der Eltern oder der Gesellschaft. Die Universitätsleitung weist in strengen Erklärungen darauf hin, dass Selbstmorde der konfuzianischen Ethik widersprechen. Es hilft leider nicht immer. Die Zahl der Selbstmorde steigt, nicht nur in Peking, auch in Shanghai. Ganz wenige Romane der Weltliteratur, meine Damen und Herren, können für sich in Anspruch nehmen, noch anderthalb Jahrhunderte nach ihrem Erscheinen, dazu noch an einem ganz anderen Ende der Welt für ähnliche Furore gesorgt zu haben, wie die Leiden des jungen Werther, des damals 25-jährigen Johann Wolfgang Goethe. Recht besehen könnte ich kein einziges Werk nennen. Sie alle kennen sich zumindest in Umrissen in der Geschichte aus, deshalb kann ich sie hier raffen. Der junge Rechtsgelehrte, der junge Rechtspraktiker Werther verliebt sich in Lotte, die Tochter eines Amtmanns. Lotte und der junge Mann in gelber Weste und blauem Rock finden auf einem Tanz näher zueinander, so nahe, dass Lotte von einer Freundin daran erinnert werden muss, dass sie bereits so gut als verlobt ist, und zwar mit einem braven Menschen namens Albert. Das hindert die beiden, hindert Lotte und den jungen Werther naturgemäß nicht daran, in einer höchst romantischen Situation, Goethe vertraut hier dramatisch-literarisch auf die Kraft eines Gewitters, in einer solch dramatischen Situation einander durch den Verweis auf ein gemeinsam geliebtes Gedicht mitzuteilen, dass hier zwei Herzen füreinander stimmt sind. An dieser Stelle setzen jetzt die Komplikationen ein. Werther, um es kurz zu fassen, findet den Verlobten von Lotte nicht ganz so töricht oder grauenvoll, dass er sie vor ihm retten müsste. Im Gegenteil, es entsteht so etwas wie eine lockere Freundschaft. Und dann erkennt Werther, dass seine Gefühle zu der jungen Frau vielleicht doch eine Spur zu heftig sind. Er zieht sich an einen jener bizarren Höfe zurück, die damals von einer noch bizarreren Form des deutschen Adels okkupiert waren, wird dort, heute würden wir sagen, abgesnobbt, kehrt empört in das Dorf zurück, in dem er Lotte einst traf, hofft auf einen neuen Anfang. Doch Lotte ist inzwischen verheiratet. Sie findet Werther eine Spur zu leidenschaftlich, zu aufdringlich. Und der Ehemann empfindet ähnlich. Werther kann sich jedoch nur schwer beherrschen. Es kommt zu einer peinlichen Umarmung mit noch viel fataleren Folgen. Werther erschießt sich, stirbt, jawohl, in einem blauen Rock und gelber Weste. Handwerker, Sie erinnern sich auch daran, meine Damen und Herren, Handwerker, einfache Männer aus dem Volke, tragen ihn nach seinem Tode zu Grabe. Kirche und Adel, die vermeintlichen Stützen der Gesellschaft, haben in dieser Szene nichts mehr verloren. Für die Zeit, für die Gesellschaft und, wie wir schon am Anfang verraten haben, nicht nur für jene Zeit und jene Gesellschaft, war das starker Tobak. Klar, dass einer des nächsten Weib begehren konnte, das war kein Geheimnis. Davon redete ja schon der einschlägige Artikel in den 10 Geboten. Und Selbstmord, so schrieb es das Kirchengesetz vor, Selbstmord
war ein so strenges Verbrechen, dass für das Opfer kein Platz auf dem Friedhof, also in geweihter Erde, bereitstand. Aber was dieser junge Goethe anstellte, nämlich die beiden Vorgänge Liebe und Tod so packend, so eindringlich darzustellen, als wären sie das Folgerichtige, das Natürlichste auf der Welt, das grenzte nicht nur an einen, das war ein veritabler Skandal. Zumal sich das Buch schneller verkaufte, als es nachgedruckt werden konnte. Zumal nun tatsächlich von überall her die Kunde kam, dass die Zahl der Selbstmörder aus unerfüllter Leidenschaft im Lande beachtlich zugenommen hatte. Zumal drittens diese Geschichte ja offenbar nicht erfunden, sondern nur ein klein wenig abgeändert worden war. Auch das sprach sich schnell herum. Nein, der Autor hatte sich nicht umgebracht, doch ein enger Bekannter des Autors. Und dafür war das Vorbild der Geliebten, war diese Lotte, eine immer noch identifizierbare Weibsperson. Es handelte sich also praktisch um eine Geschichte aus dem wirklichen Leben. Da hatte einer seine Feder direkt in das eigene Herzblut getunkt. Ein, heute würden manche sagen, ein Dokudrama, und das auf höchstem literarischen Niveau. Naturgemäß gab es damals noch kein Dokudrama, wofür dieses grässliche Wort auch immer stehen mag. Aber Goethe hatte eine künstlerische Form gewählt, die dem Inhalt in der Tat an reißerischem um nichts nachstand. In der ersten Ausgabe gibt es Goethe nicht einmal als Autor. Die Geschichte wird durchgehend fast nur in Briefen erzählt, die angeblich ein anonymer Herausgeber für das Publikum aufbereitet hat. Dieser Herausgeber meldet sich im späteren Verlauf immer deutlicher, spart auch nicht an selbstverständlich fiktiven, falschen, fährtenlegenden Fußnoten. Kurzum, die erregende Verwirrung des Lesers, oder besser gesagt die Verwirrung des erregten Lesers, ist meisterlich inszeniert. Jawohl, verehrte Freunde der Literaturgeschichte, jawohl, das war kein ganz neuer Trick. Jean-Jacques Rousseau hatte das mehr als ein Jahrzehnt früher vorexerziert in seinem Roman Julie ou la Nouvelle Heloise. Da flogen die Liebesbriefe auch nur so hin und her. Und Goethe macht auch gar keinen Hehl daraus, dass er sich bei seinem Werther ein stilistisches Vorbild genommen hat. Nur sein Roman und der Name des Autors stehen seither für einen Begriff, der in der Literatur eine ganze Epoche prägte. Und dieser Begriff heißt Sturm und Drang. Sturm und Drang, ein Markenname, wenn Sie so wollen, verehrte Zuseher. Und man kann sich mit Recht fragen, ob Goethe je mit dieser Zuschreibung richtig glücklich wurde. Eine Zuschreibung, die ihn, den gerade 25-Jährigen, fortan begleitete wie ein frühmorgendlicher, also ein sehr, sehr langer Schatten. Denn jetzt war er, der offenkundig aus jeder Regung des Herzens einen Roman, ein Gedicht, wer weiß, ein Theaterstück hervorbrachte, war Goethe der Hoffnungsträger für alle, die sich von ihren Zwängen befreien wollten, für politische Rebellen genauso wie für einsame Frauen, die nur dem Diktat ihres Herzens folgen wollten. Über Letzteres, über sein Verhältnis zu Frauen, angefangen von jener Charlotte Buff mit in dem Vorbild der Lotte des jungen Werther, bis hin zu den eher grotesken, eher unser Mitgefühl anrührenden Liebesaffären im hohen Alter, wollen wir an dieser Stelle nicht reden. Im glücklichsten Fall, es gibt viele glückliche Fälle, wurde daraus wunderschöne Poesie, wurden daraus herrliche Figuren. Ich möchte aber stattdessen Ihre Aufmerksamkeit, verehrte Zuseher, auf den, wenn Sie so gestatten, den eher widerwilligen gesellschaftspolitischen Brandstifter Goethe lenken, und rufe Ihnen da ein früh entworfenes, ganz spät erst vollendetes Werk ins Gedächtnis, das den schlichten Titel Novelle trägt. Das, wenn Sie mir den trüben Ausdruck gestatten, das Licht der literarischen Welt sah dieses Buch mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen des Werther 1828, also 4 Jahre vor Goethes Tod. Es steht, auch dies sei hier noch schnell angefügt, stets ein wenig im Schatten des nicht lange zuvor veröffentlichten Epos Hermann und Dorothea, dem dichterischen Glanzstück der späten Jahre.
Die Novelle gehört künstlerisch in die Gattung der Idyllen, also der, wortwörtlich übersetzt, der Bildchen, die ein heiteres, ruhiges Leben beschreiben. Goethes Novelle spielt in einem kleinen deutschen Fürstentum. Die Herrschaften wohnen selbstverständlich in einem Schloss. Und wenn sie sich eines Fernrohrs bedienen, können sie vom Balkon aus am anderen Ende des Tals die Ruinen jener Burg erkennen, die einst ihre Macht begründete und verkörperte. Im Tal liegt ein kleiner Marktflecken, in dem die Bürger nicht nur das Notwendige, sondern auch schon den einen oder anderen überflüssigen Zierat erwerben, was vom Adel ein wenig zwiespältig kommentiert wird. Der alte Fürst will seine Burg restaurieren, denn sie droht, ein Opfer der Natur zu werden. Überall bringen Bäume die alten Mauern zum Einsturz. Natur, das merkt der Leser schnell, ist hier nichts Liebliches, ist vielmehr eine Metapher für die Gefahr. Natur muss unter Kontrolle genommen werden. Dasselbe gilt auch für das Feuer. Recht früh am Anfang der Geschichte lässt Goethe einen der Helden seine Angst ausdrücken, auf dem Markt könne ein Feuer entstehen. Das ist ganz deutlich ein Satz, der gleichfalls dieses Thema Entfesselung und Vernichtung durch Natur aufwirft. Nun erfolgt als dramatische Pointe tatsächlich der Ausbruch eines Feuers auf dem Markt. Dort gastiert ein Tierbändiger mit einem Löwen und einem Tiger. Die Tiere brechen aus. Eine Jagdgesellschaft macht sich auf die Verfolgung. Der Tiger wird erschossen. Sein Fell soll im Winter den Schlitten der Prinzessin zieren. Der Löwe aber wird gerettet durch ein Kind, das ihn findet und ihm die Dorne aus der Tatze zieht, die ihn so gereizt hat. Denn Löwe und Tiger waren beide längst gebändigt. Doch es bedurfte der Vernunft eines Kindes, um das zu begreifen. Symbolik, nun selbstverständlich, meine Damen und Herren, Symbolik, dass diese kleine Geschichte darunter fast ächzend zusammenbricht. Klar, dass man die Novelle gerne dazu hernimmt, die Widersprüche im Politiker Goethe, im politischen Brandstifter Goethe hervorzuarbeiten. Wie soll denn das zusammengehen? Das radikale Plädoyer für ein Befolgen der Diktate des Herzens aus erotischen, doch genauso auch aus künstlerischen Motiven und ein Leben als Ministerialbürokrat an einem kleinen Fürstenhof. Wer ist nun Goethe? Die Gestalt, die sich bis in die Abzweigungen der Peinlichkeit stets wieder als den neuen Liebhaber inszeniert, den Zerstörer aller Konventionen, oder ist es doch der geduldige Zeichner, der mit seinem Stift die verschiedenen Formen der Veränderung in der Natur festhält? Ist es der Politiker, den es vor der Französischen Revolution grauste, der aber eitel genug war, sich von dem Erben dieser Revolution, von Napoleon, schmeicheln zu lassen? Ausgerechnet mit einer Bemerkung über den jungen Werther. Oder halten wir es mit Heinrich Heine, der einmal sinngemäß sagte, der riesige Baum Goethe taugt nicht als Holz für Straßenbarrikaden. Wir haben, meine sehr verehrten Zuseher, diese Sendung in China anfangen lassen. Das war auch ein geografisch generöser Tribut an den Verfasser des westöstlichen Divan. Gestatten Sie mir daher zum Ende der Sendung noch einmal geschwind nach China zurückzukehren. Die Leiden des jungen Werther sind dort gerade als Hörkassette aufgenommen worden. Zumindest die Raubkopien, höre ich von chinesischen Freunden, verkaufen sich prächtig. Es ist aber auch eine neue Übersetzung der Novelle fertiggestellt worden. Dass Natur beschnitten werden muss, sagte mir der Übersetzer, das bringt Goethe mit Konfuzius zusammen. Man kann, meine Damen und Herren, man muss nicht, doch man kann die Sache offenbar auch so betrachten.